Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heroes of the Storm. Wir Du spielen kannst auf mich Raynor zählen. und haben erstmal den Schützenkönig geskillt. In Das Kürze bedeutet wird nämlich, der dass Kampf unsere beginnen. Auto-Attacks um 1 stärker werden, alle 6 Minion-Kills. Ja, Raynor hatte Durchschlagsmunition, kann wegschubsen. Die Mut machen, Tore öffnen AOE, sich gibt in 10 Sekunden. Attack-Speed und Damage. Und Adrenalinrausch aktiviert sich halt von alleine, wenn man unter 30% live fällt. Mit 45 Sekunden Cooldown. Seine Passive ist, Gegner, die sterben, nachdem sie von mir verletzt wurden, verringern die Abklingzeiten. Okay. Das ist Raynor. Ich muss sagen, persönlich, also man hat ja Raynor immer schon mal gesehen. Im Tutorial und so. Und halt auch bei Gegnern und Freunden. Und einmal kurz habe ich ihn auch schon mal gespielt. Was mir nicht so gefällt, ist, dass sein Q so wegschubst. Also das ist ja irgendwie der einzige aktive Damage-Skill, den er zu benutzen hat. Und der schubst halt den Gegner weg. So, okay, manchmal ist das nützlich. Manchmal eben auch nicht. So, jetzt wird hier gefahren. Also meistens finde ich das verhältnismäßig störend, dass der wegschubst. Helden, So. schon bald ist es Nacht. So. Ich hoffe, ihr seid Gut, gegen einen bereit. Illidan, der uns hier im Nahkampf angreift, wäre das natürlich verhältnismäßig nützlich. Aber wenn ich dann nicht treffe, ist das natürlich auch Das doof. muss, das muss. Zack. Farmen wir uns hier gemütlich eins. Hallo, Illidan. Aua, gemeine Türme. Es ist soweit. Tut, was getan werden muss. Wir gehen mal in den Heilebrunnen. Oh, die Nova verblümt sich vor dem Tassadar. Und da können wir schon das nächste Talent nehmen. Wir nehmen die Reichweite. Ja, dann gehen wir hier nach oben rein. Aber Illidan ist da. Vorsicht! Blut fördert das Wachstum meiner Pflanze. So. Ah, die Gegner haben auch einen Murky. Und einen Zeratul. Hab Murky, lass mich in Ruhe. Gut, dass es Ach, ich bin ein Trottel. Wie sie, also Pflanzen werden wirklich. dich Ey. wiederbeleben. Kommt, Leute. Jetzt wollte ich hier gerade. Aber das ist die gegnerische Base. Ich wollte mich hier verstecken. Ich hab die Seiten verwechselt gerade. Hört sich gut an. Oh je, Mine. Apropos Seiten verwechselt, da fällt mir nämlich auch gerade nochmal auf. Sehe ich hier gerade einmal. Gefällt mir auch ganz gut, dass es eben einfach von links nach rechts und von rechts nach links geht. Nicht wie zum Beispiel bei LOL, wo du dann schräg von unten oder schräg von oben spielst. Also es ist wirklich nur links, rechts. Ja, Murky kann ich so oft töten, wie ich will. Da ist er schon wieder. Nova, die sind hier noch in dem Gartenmonster, dem großen. Leute. Zeigen wir es ihnen. Solange sein Ei steht. Ah, guck mal. Hat dieser Held den Kampf verlassen? Oh, guck mal nochmal. Aua, aua. Niemandem ist es gestattet, meine Gärten zu verlassen. Der wird Nett. zukünftig Sehr nett. Radieschen von unten betrachten. Was war denn bitte? Wähle ein Tandem. Oi. Oi, das war dumm. Das war richtig schlecht. Gut, jetzt springt das E an. Hau ab, Murky. Das hat dir gefallen. Ja, kacke, ey. Schön, dass du wieder da bist. So, was haben wir hier? Stößt weiter Jetzt zurück. Weil ich eh schon so auf das Zurückstoßen stehe. Gang zulegen. Egal, was es macht. Jetzt habe ich es nur halb gelesen, aber genau, erhöht noch Movement Speed. Oh Mann, daran wird
Mann. Also tut mir leid, ich kann mir jetzt auch niemanden vorstellen, irgendwie, der dieses Zurückschlagen so richtig gut findet, dass man das noch mitskillen würde. Oder? Das ist doch nur der Decoy. Oh, geh weg von Murky hier. Das war wohl persönlich. Oh. Gut gemacht. Raiders. So. Oder kommen die Bösen schon wieder? Oh, da ist eine Nova. So, da hat sich das Zurückstoßen gelohnt. Und da ist er tot. Boah. Wie ich das Ding auch immer aime, ne? Großartig. Das war da, Schild bitte. Danke. Hau ab. Stehen natürlich doof. Oh, das war wohl persönlich. Gut, zeigen wir es ihnen. Eil zu einem Heilbrunnen, bevor es ja, zu spät. Ich gehe mal lieber zu einem Heilbrunnen, bevor es zu spät ist, habe ich mir überlegt. Bin ich jetzt von ganz alleine drauf gekommen. Ein Held sei aus Furcht geflohen. So, irgendwer hat da Disco-Probleme. So, ich habe jetzt natürlich schon Level 2 mit ihm und könnte die Raynor's Raiders nehmen. Aber ich muss gestehen, mir gefällt der Hyperion besser. Das ist ja nur der scheiß Decoy, ja. Geil. Nur gut, dass die Nova noch kein Level 10. Für den Augenblick müssen meine Kinder ruhen. So. So, gib mal den Hyperion hier. Voll ins Leere, mein toller Hyperion. So, jetzt botten wir mal. Schön, also mein Hyperion war richtig kacke. Oh. Nice. Na komm hier. Zack, weg am Schubsinn. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir das direkt. Die Gegner haben ein Gartenmonster. Aber wir haben einen Maritta. So, das reicht. Ich finde jetzt auch, also ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht genug Dings benutze, Skills oder so, aber mit seinem Mana komme ich auch gut klar. Guck mal. Nee, das ist der. Und spurtet direkt weg. Das gegnerische Ungeheuer ist eingegangen. Huch. Ah, war das die Ulti? Hau ab. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Das war doch schon wieder ein Illidan-Spruch. Nur die Nova. Sieht auch nicht so richtig gut aus, was die hier macht. Ja, ja, die Geister führen meine Hand. So, Zeratul. So, was haben wir denn? Mut machen, Slowed-Gegner. Bessere Auto-Attacks. Da er bis auf das Q ja sowieso Auto-Attack-basiert ist, nehmen wir mal die Auto-Attacks. So, pff, ein Murky. Verschwendetes Mana und Life, so ein Murky, ey. Aber irgendwer muss er trotzdem machen, ne? So, jetzt springt hier gleich mein E an. Jetzt! Gib mir die auf den Sack. Guck mal da oben noch. Oh, hier ist ja der Heilbund schon kaputt. Die Nacht bricht erneut herein.
Da. Hätte ich mir auch nach Hause porten können, ey. Heide, nee. Bald ist wieder Nacht. Zeigen wir es ihnen. So. Die gehen sich unser Ritterlager holen, behaupte ich mal. Wo habe ich denn den Murky verfehlt? Das lohnt ja total. Ach, aber es gibt trotzdem ein bisschen EP dafür, den zu killen. Das finde ich ja nett. Ah, hier liegt eine Spinnenmine. Spürt den Hass von 10.000 Jahren. So, da kam jetzt meine Passive, also mein E. Oh, ich hatte gehofft, dass der Illidan dran stirbt am Hyperion. Der hat ja nicht mehr. Murky ist mal wieder verhältnismäßig nervig. Aber das ist sein Job, was. Ach so, unser Ungeheuer wächst. Ich denke, was ist denn das hier für ein komisches Geräusch? Boah, Zeratul räumt nochmal ab hier schön. Ihr habt genug Samen gesammelt. Bringt sie zu mir und sie werden aus eurem Fleisch keimen. So. Ich mein Ungeheuer. Zarathu prügelt sich damit dreien und ist tot. Dann wollte ich das auch nicht mehr hingehen. Helfen gegangen wäre ich, aber alleine. Nö. Oh, komm. So, was haben wir denn? Splittermunition. Oh, verbreitert den Wirkungsbereich und trifft noch mehr Ziele. Nice. Also macht noch mehr Damage. So, habt ihr das gesehen? Den habe ich mal gezeigt, wie es geht. So, kommen wir mal. Jetzt bin ich aber gleich drauf. Jawohl. Das hat dir gefallen. Und weg hier. Nice, nice, nice. Habt ihr gesehen? Drei Leute genatzt und noch weggekommen. Kann es sein, dass der Murky Reittempo gestealt hat? Nö, gut. Du kannst auf mich zählen. Sweet, sweet, sweet. Also Auto-Attack-Battle gegen Raynor ist nicht der König der Ideen. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Nein. Aber wenn ich überlege jetzt, das gibt ja jedes Mal, wenn auch nicht so furchtbar viel Erfahrung, für den Murky zu killen. Aber klar doch. Guck mal, das ist fürs Team recht schlecht, wenn der so spielt wie er. Weil wir halt unheimlich viel Erfahrung dafür kriegen, jedes Mal, wenn er stirbt. Auch wenn er nicht lange tot ist und dann halt im Teamfight nicht groß fehlt und nix. Aber wir haben jetzt schon drei Level Vorsprung und ich behaupte, das kommt durch die vielen Murky. Ja, Kills kann man es ja nicht nennen. So. Jederzeit. Oh, da unten im Dschungel ist ja Action. Irgendwie so meditativ. Oh, dem kann man aber, glaube ich, echt gut leveln an dem Murky dann, ne? Ah, okay. Unser Abatur hat mich mal geklont hier. Für einmal Riesen. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so krass gut finde. In Ordnung. Oh, das war nur der Decoy. Ui. Zeige sie das Blatt. Der wird nice. Die Radieschen von unten betrachten. Richtig nice. Ach komm, wenn alle Garten ungeheuer. Wenn alle da sind, dann kann ich auch noch ein bisschen hierbleiben. Kann ich nochmal buffen. Können wir nochmal einen Kuh machen.
Fußsoldat hat das Ei des gegnerischen Murky getötet. Nice. Richtig gut. Achso, ist Fußsoldat einer von uns? Heißt einer vielleicht so? Nee. Das kann ja auch mal sein. Man weiß ja nicht, was die Leute sich für Namen geben, ne? Aber Fußsoldat ist dann wohl einfach ein Minion. Sweet. Wisst ihr was, wir gehen nochmal Riesen holen. The more the merrier. Aber habt ihr gesehen, wie ich die Nova auseinandergenommen habe? Richtig nice. Guck mal, ich habe auch schon 23 Stacks. 23 Damage für jede Auto-Tech mehr, das ist... Kann ich schon sehen lassen. Ah, jetzt haben meine Jungs auch nochmal das letzte Garten-Monster geholt. So, noch eine Reckkugel. Nacebo holt sich das Monsterchen. Nice. Da unten ist wieder Aktion. Was schreit denn der Illidan hier mal rum, ey? Diese Samen hier ein und trinkt die Furcht eurer Gegner. Da, euer Ungeheuer ist zum Leben erwacht. Erntet mit ihm die Leichen eurer Gegner. Mehr Dünger. Oder Nebin. Mann, Mann, Mann. Man, man, man. Was nehmen wir? Auto-Attacks. Oh, unser Monster ist ja hinten drin. Leute, schnell, das Monster kommt. Ach, guck mal, hier kann man die Wand auch noch mitnehmen. Oh, das ist mir gerade egal. Illidan ist wieder tot. Können wir noch ein bisschen die Auto-Attack weiter buffen hier. Wo ist unser Monster? Da. So, Auto-Attack-Battle mit Rainer. Wer hat Bock? Ich würde es nicht machen, Leute. Habe ich sie flackern sehen? Da flackert. Genau da nämlich. So, gehen wir nochmal an Hyperion hier, bevor wir tot sind. Okay, dann sind wir halt nicht tot. Haben wir trotzdem Hyperion gemacht. Vielleicht wäre ich ja gestorben ohne Hyperion. Ich mag den Hyperion. Ei! Ei, 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 ei. Rainer Hyperion-Geschoss hat das Ei des gegnerischen Murky zerstört. Das war ich wohl. Töte ihn, Nacebo! Oh, mit einem Leben noch. Sonst wäre jetzt Murky mal richtig tot gewesen. Mein Hyperion-Schuss hat das Ei gekillt. Nice. So, Nacebo rettet noch Zeratul und den Tag. Nacebo! Cheer! Boah, sieht doch solide aus, oder? Was sagt ihr? Komm an. Und ich muss auch sagen, auch wenn ich mich am Anfang so ein bisschen geärgert habe jetzt, dass du das Kuh wegschubst, stört mich gar nicht groß. Ich bin sowieso viel zu schlecht mit Skillshots, um das regelmäßig zu treffen. Aber jetzt auch sonst. Bald schon wird es Nacht sein, Helden. Vergesst nicht. Ja, also ich glaube wirklich, dass die Murky nicht Kill-Erfahrung uns doch einiges gebracht hat hier. Guck mal, der Murky hat 0 Tode. Ach Quatsch, jetzt guck ich hier bei der Heilung. Der hat 2 Tode. Der hat sogar 2 echte Tode. Krass. Sowas kommt vor. Das finde ich gut. Schafft es einen, ich behaupte mal, anständigen Abatur zu spielen, sonst würden wir nicht so gut dastehen. Aber mit einem schlechten Abatur ist das Speer auch effektiv 4 gegen 5. Und sagt, er versteht Murky nicht. Also ich würde mal sagen, wenn man so einen schwierigen Champion, so einen speziellen Champion wie Abatur checkt, dann kann es ja mit Murky nicht so weit her sein. Ein Dot wäre nice. Ach, ich dachte, jetzt springt das noch einmal über. Das könnte gut werden. Festung zerstört. So, haben wir den nochmal. Spürt den Hass von 10.000. So, machen wir noch einen Hyperion. So. Raiders. Ein lohnendes Unterfangen. Oh.
gegnerische Base auch nichts mehr. Gehen wir jetzt mal drauf. Hauptseratur. Ah, oder wir machen dich noch tot schnell. Oh, mitgestorben. Verdammt. Oh, 3%. Hätte ich mal lieber auf die Zitadelle geschossen. Verdammt. Aber wir haben jetzt einen Ass. Wenn Abatur nicht immer hinten rumstehen würde, hätte der jetzt durchpushen können. Verdammt! Nein, nein, ist ja in Ordnung, das. Ja, da war es rum, da haben es unsere Vasallen dann gemacht. GG. Schön, schön, schön. Schön, 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 schön. Und ich lese hier, nach dem, was ich hier so lese von den Jungs, dass die den Murky anscheinend wirklich nicht verstanden haben. Also sicher, Murky ist sehr squishy. Und man kann es sich erlauben, ein bisschen mehr zu sterben. Ja. Aber man unterlässt das lieber. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt von alleine so super furchtbar krass gut waren, dass wir diese 3 Punkte Vorsprung, 3 Level Vorsprung hatten. Das lag daran, dass es jedes Mal, wenn du den Murky killst, Erfahrung dafür gibt. Behaupte ich einfach mal jetzt. Apropos mal. Wir hören dann mal auf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssli, Müsli.